Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Conan Exiles, meine lieben Freunde. Ich habe mich heute extra fein gekleidet für euch, um mich bei euch persönlich zu entschuldigen, dass gestern die Folge von Conan Exiles ausgefallen ist. Es gab leider einige Probleme hier mit dem Internet und darunter hat dann gestern die Conan Exiles Folge gelitten. Deswegen, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Leute. Ich habe aber einen Zeugen mit dabei, der das auch so ein bisschen bezeugen kann, dass das Ganze nicht so gut funktioniert hat. Nämlich der liebe Eike ist mit am Start. Heute auch hier in toller Pracht, ja. Ihr seht das hier, ne? Seine ganze Rüstung haben wir komplett überarbeitet. Der ist jetzt hier auf jeden Fall gut gewappnet, denn wir haben ein großes Abenteuer vor, der liebe Eike und ich. Wir möchten nämlich heute in eine Spinnenhöhle. Deswegen machen wir uns auch direkt mal auf den Weg, damit wir da auch schnell hinkommen, Eike. Jo. Weil ich weiß ja nicht, wie langsam du jetzt mit deiner Rüstung bist. Weiß ich auch nicht. So. Wir müssen auf jeden Fall ein gutes Stück laufen, das weiß ich. Deswegen machen wir uns jetzt hier direkt vom Acker, nämlich zum Anfang der Folge, Leute. Ihr wollt ja natürlich was von der Spinnenhöhle auch sehen, wenn wir dann gleich da sind. Die ist nämlich hier oben. Da irgendwo ist die. Das heißt, wir müssen gleich einmal scharf rechts. Und der Eike sollte auf jeden Fall jetzt ordentlich was aushalten. Als kleines Beispiel. Ich habe aktuell mit meinem Charakter 31 Rüstung. Und Eike hat mit seinem einfach irgendwie 470. Also Eike hat auf jeden Fall mehr als 10-mal so viel Rüstung wie mein Charakter. Das heißt, Eike wird jetzt immer schön den Tank machen und wird vorausgehen und die Monster auf sich ziehen oder die Gegner. Und ich bin derjenige, der den Schaden austeilt. Schaden mache ich ja mehr als genug. Okay, hier geht's runter. So, da kommen schon Hyänen. Die brauche ich eh nur zwei Stäbe. Zack, zack. Boah, du machst sie aber auch gut platt mit deiner Axt, ne? Ja, die macht schon gut Schaden. Boah, Junge, Alter. Der Junge hält nicht nur viel aus, der macht auch gut Schaden. Haben die dich überhaupt jetzt irgendwie verletzt? Ich glaube, den meisten Schaden, den ich bekomme, war vom Fallschaden von der Klippe. So. Ein Stück Fleisch rein und dann geht das schon. Ja. Bin wieder voll. Wir müssen jetzt hier gleich unten am Fluss entlang. Dann ignorieren wir aber einfach die Krokodile, die da kommen. Laufen wir einfach dran vorbei. Weil sonst schaffen wir das nämlich mit der Spinnenhöhle nicht rechtzeitig. Wir liegen auch gut in der Zeit, Leute. Wir haben jetzt gerade mal 3 Minuten aufgenommen. 20 Minuten geht ja eh eine Folge in meinem Schnitt. Deswegen, da haben wir nämlich genug Zeit, so eine Spinnenhöhle zu machen. Wenn ihr da übrigens Bock drauf habt, dass wir mehr solcher Dungeon erkunden und in Höhlen gehen sollen, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass bei Conan Exiles wirklich das Interessante ist, über die Karte zu laufen, alles so ein bisschen zu erkunden und zu entdecken. Das Bauen ist zwar auch interessant, aber man muss schon sagen, wo ich mit der Julia zusammen im Dschungel-Sumpfgebiet war, das war schon ziemlich krass. Vor allen Dingen der Dungeon dort hat richtig Bock gemacht. Der Dungeon, wo ich mit Eike drinne war, war jetzt auch nicht schlecht, weil der auch ziemlich gruselig war. Aber man muss sagen, der Bossfight, der war dann doch nicht so episch wie die Hexenkönigin. Boah, ich reck so schnell Ausdauer. So, wir müssen jetzt drauf achten. Irgendwo muss jetzt gleich... Ja, okay, wir müssen noch ein bisschen laufen. Dauert noch was. Wir müssen auf jeden Fall noch ein gutes Stück unterwegs sein. Übrigens, Leute, es gibt auch schon erste Informationen zum nächsten Update, was in Conan Exiles kommt. Es soll ja ein großes Update folgen bald. Und mit diesem Update sollen die ganzen Kreaturen, die hier rumlaufen und so zähmbar gemacht werden. Das heißt, man soll zum Beispiel Elefanten oder Nashörner zähmen können. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, vor allen Dingen, ob es ein System geben wird wie in Ark, dass man die Kreaturen hochleveln kann und so. Wäre natürlich ganz geil, weil dann hat man schon was zu tun, ne? Ich meine, stellt euch mal Eike mit seiner dicken Rüstung noch auf so einem richtig kranken Elefanten vor. Ja, das wäre voll übertrieben, ey. Junge. Ja, schade ist, dass der Voice-Chat und so rumspinnt noch in Conan Exiles. Die müssten echt so ein paar Bugs und so noch beheben, ne? Was meinst du, wie krass du RP in dem Spiel machen könntest? Ja, theoretisch schon. Vor allem, wenn du denn jetzt die Möglichkeiten hast, dann quasi die Kreaturen zu zähmen, ist natürlich, eröffnet viel, viel mehr Möglichkeiten einfach, ne? Ja. Oh, das sieht aus, als wenn da, glaube ich, die Höhle ist, in die wir gehen wollen. Alter, guck dir mal diese Krallen an. Ja, da ist die Höhle.
Das ist die, wo wir reingehen wollen, die Spinnenhöhle. Oh Mann. Die sieht schon von außen so mit so Spinnenbeinen aus, ne? Ja, ja, ich hab schon gar keinen Bock da reinzugehen. Ah, hier ist eine Spinne! Boah, hier sind überall Spinnenweben. Also man muss schon sagen, also so vom Ding her, wie die designt haben, die Sachen, das sieht schon ziemlich geil immer aus. Ja, oh shit, nice. Hier wird's aber dunkel drinne. Oh Gott. Also hier soll's auf jeden Fall auch eine Riesenspinne drinne geben, Eike. Oh Gott. Bis jetzt ist hier aber noch nichts groß, ne? Okay, das sieht ja alles noch relativ friedlich aus, Leute. Warte mal, ich glaube, hier können wir Spinnenfäden sammeln. Kann man immer mal gut gebrauchen. Okay, wie kommen wir denn da runter jetzt? Gibt's hier noch einen anderen Weg oder so? Ich glaube, die wollen, dass wir da runterklettern, Eike. Das könnte sein. Okay, ich bin ein bisschen gesprungen jetzt. Okay, ich bin unten angekommen. Ja. Ich warte jetzt auf dich. Ich bin auch unten. Ja, musst du recken? Ja, ja, ein bisschen. Ich hau mir ganz kurz ein Fleisch rein. Ja, mach das eben. Dann reck du mal eben in Ruhe. Da unten läuft schon eine Spinne. Mehrere. Ja, hier laufen mehrere Spinnen rum. Okay, ich wäre wieder voll. Ja, okay, dann lass uns mal loslegen. Wow! Oh, Alter! Oh, wow. Alter, die ist auf einmal erschienen! Eike, los, du bist der Tank! Macht die dir gut Schaden? Ja, bis jetzt noch gar keinen. Hab mir nicht einen Schaden bis jetzt gemacht. Okay. Wir haben dir aber auch noch nicht sehr viel gemacht. Okay. Doch, jetzt habe ich einmal Schaden gekriegt. Viel oder wenig? So 20% oder so. Ja, dann hau dir direkt Fleisch rein. Ich gehe hinter die. Ja, ja, mach mal. Boah, was für eine ekelhafte, fette Spinne, Leute. Die haben da bis jetzt noch nicht so viel abgezogen. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Boss, diese Spinne. Ja. Aber das war gut, dass du die Tanky-Rüstung genommen hast. Du kannst sie auch mit dem Schild blocken, ne? Ja, kann ich auch. Keine Ausdauer mehr. Wie sieht's mit deinem Leben aus? Ja, ist noch über 60%. Okay, kannst du gegenrennen gegen die? Ja, kann ich. Aber die macht einen Vergiftungsschaden. Okay. Oh, der Hit hat wehgetan. Uiuiui. Oh, die läuft. Okay, die kommt mir nach, dann reck du mal. Hä, bist du tot? Ja, ich hatte Standbild. Eieieiei. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich bin alleine hier bei der dicken Spinne und die läuft hier rum. Eike! Was soll ich machen? Hilfe!
Ich hab Angst allein. Weißt du, was das Schlimme ist? Wir haben schon wieder vergessen, für mich ein Bett zu bauen. Oh nein. Junge, wie soll ich denn hier rauskommen? Oh, ich kann einfach wieder hochklettern, oder? Ja, ich kann hier hochklettern. Ja, Junge, wir können deine Leiche doch nicht da liegen lassen, einfach. Ja, ich weiß, ich bin auf dem Weg. Die läuft da richtig schön rum an deiner Leiche auch. Diese ekelhafte, fette Spinne. So, Leute, ich hab's gleich geschafft. Ich bin gleich schon erstmal wieder oben hier. Erstmal schön hier hochklettern. Oh Mann, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ich bin jetzt hier oben auf so Dingern drauf. Dass sie so viel Schaden macht, oder was? Ja, ich glaube, das war der Vergiftungsschaden. Ah, vielleicht hätten wir sowas wie Gegengift oder so mitnehmen müssen. Die läuft da unten auf jeden Fall jetzt rum. Ich habe erst gedacht, wenn wir in die Mitte gehen, dass sie sich von oben runter seilt, diese Spinne, weißt du? Und dann stand die da auf einmal. Ich habe mich voll erschrocken, ey. Ja. Ja, vielleicht müssen wir versuchen, deine Sachen zu holen und sollten die mit der Julia zusammen versuchen das nächste Mal. Ja, das könnte sein. So, warte, ich komme jetzt mal zu dir hoch, also dir entgegen so ein bisschen. Ja, wenn wir Julia dabei haben, die macht ja auch nochmal gut Schaden mit ihrem Speer, naja, wenn ich ihr Fall einen besseren mache dann. Auf jeden Fall. Vielleicht solltest du auch dann das nächste Mal das grüne Fleisch zum Recken nehmen. Weil dieses grüne Fleisch, was wir von dieser Schlange da bekommen haben, das reckt ja noch krasser als das exotische. So, ich stehe jetzt außerhalb dieser Höhle. Ich warte da auf dich. Bist du schon irgendwo am Fluss? Ja, ich bin schon am Fluss. Bin jetzt gleich bei unserer Base. Das ist halt das Problem, ne? Dadurch, dass ich natürlich wieder kein Bett hatte und wir natürlich wieder nicht dran gedacht haben. Oh, da muss Eike jetzt ein richtig langes Stück laufen, Leute. Holy shit. Da musst du auf jeden Fall ein gutes Stück laufen. Naja, auf jeden Fall. Bis du die Leiche hast, ey. Das wird dauern, Leute. Weil der muss, der ist jetzt gerade mal unten an der Basis. Das ist dann quasi hier. Das heißt, er muss. Was ist das für ein Geräusch? Eike muss dann jetzt gleich hier diesen ganzen Weg nochmal langlaufen, den wir jetzt zur Höhle gelaufen sind. Boah, Junge, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die so abgeht, die Spinne. Weil wir hatten im Internet nachgeguckt, wo überall so Dungeon oder Höhlen sind mit Bossen, Leute. Und im Internet stand, dass das eigentlich relativ einfach sein soll, diese Spinne. Und gut zum Level. Ja, ich meine, Level geben die ja gut, die Sachen. Hier habt ihr ja gesehen gerade, Leute. Diese eine Spinne, die ich jetzt getötet habe, hat mir echt gut XP gegeben, ne? Aber dieser Spinnenboss, holy moly. Ja, überleg mal, wie lange wir da jetzt schon mit zwei Leuten raufgekloppt haben und wie viel Leben der eigentlich nur verloren hat, ne? Ja. Ja, das kann sein, dass wir noch besseres Equipment eigentlich benötigen. Wobei, wir haben den ja schon weit geschafft, ne? Also wir hatten den schon auf jeden Fall so ein Viertel weg. Aber der hat halt einfach sehr viel ausgehalten, der Boss, das stimmt schon. Und so niedrig sind wir jetzt nun auch nicht im Level, ne? Ich bin bald Max-Level. Naja, siehst du. Also viel mehr leveln kann ich nicht mehr. Ja, es gibt ja auch noch andere Dungeons und Höhlen, die man machen kann, ne? Da ist ja noch einiges mehr hier. Oh, hier sind Skelette, Leute. Oh, gegen die haben die Deutschen nicht so einen Effekt.
wie bei den anderen Gegnern, aber ich kriege die Skelette trotzdem gut gelegt. Ein paar Gegner kloppen, damit ich jetzt noch ein Level abmache. Ich finde das aber richtig geil mit diesen Bossen und so, dass sie das so gemacht haben. Also da können die echt gerne noch mehr reinbringen, so Höhlen mit Bossen drinne und allem. Ja, ist auf jeden Fall, ist es cool gemacht, keine Frage. Ja, ja, sie müssen das Kampfsystem auf jeden Fall noch runter machen, ne? Das ist schon nervig, wenn ich kämpfe und mich dann irgendwie immer wieder um die Beine herum bewege und irgendwann treffe ich auf einmal nicht mehr, weil der sich komplett weggedreht hat die ganze Zeit und alles. Das nervt also ziemlich krass. Aber da können die auf jeden Fall noch was rausholen, sag ich mal, wenn die sich darum kümmern. Definitiv, Leute. So, da bin ich auf jeden Fall Level up. Ich kann jetzt nur noch eine einzige Stufe steigen, dann ist Feierabend bei mir. Wir investieren jetzt auf jeden Fall noch die 2 Punkte in Belastung. So. Da mache ich noch ein bisschen was in Ausdauer. Dann hält die nämlich auch was länger. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wir werden erstmal für heute an dieser Stelle die Folge beenden. Aber es macht jetzt keinen Sinn, so lange zu warten, bis der Eike da ist. Wir müssen ja eh seine Leiche looten und alles. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Conan Exiles wieder. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Vielleicht werden wir mal schauen, dass wir dann mit der Julia zusammen in diese Spinnenhöhle gehen und die Riesenspinne versuchen. Das lief ja an sich gar nicht mal so schlecht. Wir müssen nur gucken, dass wir vielleicht bei den Heilutensilien mal so ein bisschen aufstocken. Dass, wenn der Eike dann tankt und so, sich besser gegenhealen kann und alles. Und hier ist nochmal so eine richtig ekelhafte grüne Spinne. Machen wir auch mal schnell platt. Die geben nämlich gut XP. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss zusammen.